Die vier Beagle-Meuten erregten immer wieder die Gemüter der Jagdreiter und Zuschauer. Der Beagle gehört zur kleinsten Meutehunderasse. Attribute wie leidenschaftlich, impulsiv, quirlig und lautstark werden den Vierbeinern nachgesagt. Seit Jahrhunderten werden die Beagle für die Jagd gezüchtet. Ursprünglich wurden die Beagle für die Jagd auf Hasen ausgebildet. Die vier Beagle-Meuten jagen auf Burgscheidungen einer Spur aus Arnis hinterher. Der Schleppenleger Volker Kempf hatte sich wenige Minuten vor der Jagdgesellschaft auf den Weg gemacht, um diese künstliche Fährte für die Hunde zu legen. Der Master Rainer Pistorius setzte anschließend die Meute auf die Spur. Die vier Meuten gingen dann mit lautem Geläut auf die Schleppe. Nach ihnen ritt die Equipage. Für die zahlreichen Zuschauer und Jagdteilnehmer war das Jubiläumsfest zur 35-jährigen Geschichte der Geiseltal-Beagle-Meute ein märchenhaftes und unvergleichliches Erlebnis. Der Bremer Rechtsanwalt Hans-Joachim Blome schwärmte regelrecht von der romantischen Atmosphäre. Also ich bin sehr überrascht über diese herrliche Landschaft, die ich vorher so noch nicht erlebt habe, also selbst erlebt habe, aus dem Fernsehen sicherlich schon mal Berichte hier aus der Gegend Weimar Jena gesehen. Aber nun habe ich mir gedacht, nehme ich die Einladung von Herrn Pistorius wahr und komme mal selbst her, um diese herrliche Landschaft hoch zu Ross zu erleben. Wie es das Brauchtum will, Englisch jagen, sich Französisch geben, aber auf Deutsch die Reiter ehren. Zum Abschluss der Jagd bekamen die Reiter nach alter Tradition den sogenannten Ehrenbruch. Vielen Dank für die schöne Jagd, wir haben es sehr genossen. Mehr ging nicht. Einmal mein Teil. Vielen Dank. War ein ganz toller Restaurant. Den Helden des Jubiläums, die vier Meuten, wurden am Abend auf Schloss Burgscheidungen unter neugierigen und begeisterten Augen der Zuschauer mit Rinderpansen belohnt. Der Pansen, das Curé, wird als Dank an die Hunde verstanden. In dieser Nacht brannten die Lichter auf dem Schlosshof noch lange. Bleibt zu wünschen, dass sich solch ein Jagderlebnis bald wiederholt.